Abenteuer und Wissen präsentiert Ludwig van Beethoven. Musik für eine bessere Welt. Ein Feature von Thomas von Steinecker. Juli 1812. In dem kleinen österreichischen Kurort Teplitz gehen zwei Männer gemächlich eine schattige Allee entlang. Sie unterhalten sich. Der eine ist sehr nachlässig gekleidet. In wilden Büscheln stehen ihm die schwarzen Haare vom Kopf. Der andere hingegen, ein älterer Herr, trägt eine vornehme Uniform. Aufgeregt tuscheln die anderen Kurgäste und werfen den beiden ehrfürchtige Blicke zu. Kannst du verstehen, was sie sagen? Nein, ich verstehe leider auch nichts. Ein historischer Augenblick. Zufällig haben sich zum ersten Mal die beiden berühmtesten Künstler ihrer Epoche getroffen. Der Komponist Ludwig van Beethoven und der Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Da nähern sich auf einmal Kutschen. Das Gefolge der österreichischen Kaiserin mitsamt ihrem Hofstaat aus Herzogen und Fürsten. Und sie halten in vollem Galopp auf Goethe und Beethoven zu. Der Dichter will zur Seite treten. Nein, aber Beethoven hält ihn fest. Bleiben Sie an meinem Arm. Die müssen uns Platz machen, nicht wir ihnen. Was die sind, sind die durch Zufall. Was wir sind, sind wir durch uns selbst. Doch Goethe ist da anderer Meinung. Er macht sich los, lüftet den Hut und verbeugt sich tief. Und Beethoven? Aber Beethoven... Goethe traut seinen Augen nicht. Was machen Sie denn da? Spöttisch verzieht der Komponist den Mund und stapft einfach weiter, die Hände auf dem Rücken verschränkt. Und ob sie wollen oder nicht, die Adeligen, denen sonst jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wird, ja sogar die Kaiserin, Herrscherin über Millionen Menschen, sie alle müssen ihm Platz machen. Am Abend schreibt Goethe in seinem Zimmer. Was für ein ungebändigter Mensch. Zusammengefasster und energischer habe ich noch keinen Künstler gesehen. Ein einzigartiger Vorfall. Ein einfacher Komponist stellt sich über die Kaiserin, die ihn dann auch noch widerspruchslos gewähren lässt. Dabei wird es noch über ein Jahrzehnt dauern, bis Beethoven das wahrscheinlich bekannteste Musikstück der Welt schreibt, seine 9. Sinfonie. Sie steht für all das, woran er sein Leben lang glaubt, daran, dass alle Menschen in Wahrheit Schwestern und Brüder sind und niemand das Recht hat, den anderen zu unterdrücken. Und dass uns die Musik daran erinnern kann. Bei seiner Geburt deutet allerdings wenig darauf hin, dass aus Ludwig einmal jemand wird, der die Welt verändert. Von Beethoven, das heißt übersetzt vom Rübenacker. Man weiß nicht, was aber damals normal war bei Leuten, die arm waren. Vermutlich ist er am 16. Dezember 1770 in Bonn geboren worden. Zusammen mit seinen Eltern und zwei kleinen Brüdern wohnt er im zweiten Stock eines Hauses für mehrere Familien am Ufer des Rheins. Am Fenster haben seine Eltern einen ihrer wertvollsten Besitze aufgestellt, ein Fernrohr. Mit ihm beobachtet der kleine Ludwig oft auf der Straße die höfischen Angestellten, wie sie in ihren prächtigen Uniformen Richtung Schloss eilen, das sich mit seinen Giebeln und Türmen über die Dächer der Stadt erhebt. Auch sein Vater geht jeden Tag dorthin. Er ist Tenorist. Das heißt, er singt für den Kurfürst, wenn demnach Unterhaltung ist. Ein Beruf, der die Familie mehr schlecht als recht.